Herzlich willkommen bei Haushof Hühnerstall. Ja, die Adventszeit naht und man macht es jetzt sich doch wieder öfters drin, gemütlich mit einer Tasse Tee und bei mir dürfen natürlich auch leckere Pfefferkuchen nicht fehlen. Gefüllte Spitzen von Kroschki aus Pulsnitz. Ja, wer die kennt, weiß, wie gut und lecker die sind. Wer die nicht kennt, muss die unbedingt probieren. Also ich kann echt davon die Finger nicht lassen, die sind total lecker. Man sieht das, da ist so eine Marmeladenfüllung drin. Boah. Ja. Richtig gut. So eine Tüte ist bei uns echt ruckzuck alle. Das Gute ist, der Werksverkauf von der Firma Kroschki ist nur 3 Kilometer weit weg. Von daher kann man sich da schnell mal Nachschub holen. Also für alle, die mal in Pulsnitz sind, da auf alle Fälle die Pfefferkuchen mal probieren. Aber zur Adventszeit gibt es natürlich nicht nur Pfefferkuchen, sondern auch Adventskalender. Und ja, die Kinder finden die immer ganz toll, wenn da Süßigkeiten drin sind. Wir Erwachsenen vielleicht auch, aber für alle Gartenliebhaber gibt es natürlich Saatgut-Adventskalender. Und die sind natürlich spitze, weil man sich mit dem Adventskalender dann schon wieder auf den Frühling freut. Ich habe mir einige Saatgutkalender angeschaut und möchte euch die hier mal vorstellen. Los geht's. Der Bio-Saatgut-Adventskalender 2019 von Magic Garden Seeds. Ja, das ist ein Adventskalender, der besteht aus 24 Tütchen mit einer Schnur und so Wäscheklammern, Holzklammern. Die kann man sich dann quasi hinhängen, wo man das möchte. Und findet für jeden Tag dann ein Tütchen mit Samen. Das Ganze ist relativ schlicht gestaltet, gefällt mir aber sehr gut. Und ja, das Besondere, es ist auch ein Heft mit der Aussaatanleitung dazu. Was ich super finde, es ist Bio-Saatgut, es ist zertifiziert und es ist kein Hybrid-Saatgut. Also von daher kann man dann von den Pflanzen wieder Samen nehmen und damit im nächsten Jahr weiterarbeiten. Der zweite Kalender hier, der nachhaltige Küchen- und Garten-Adventskalender mit Kräuter-, Samen- und Gemüsesamen und Bärensaatgut. Ja, auch hier gleiches Prinzip, Tütchen und eine Schnur, so kann man die hinhängen. Ist alles in Weinrot und Weiß gehalten, finde ich, passt auch sehr gut zur Jahreszeit. Auch hier ist das Saatgut zertifiziert, es ist kein Hybrid-Saatgut und der ist etwas günstiger als der gerade vorgestellte Saatgutkalender. Ja, der XL-Saatgutkalender, hier ganz klassischen Türchenkalender, 24 Türchen mit Gemüse und Kräuter. Genau, von Mohnblume. Hier habe ich gelesen, dass es wohl zu Problemen kommt in dem Kalender, dass da das Saatgut verrutscht, weil der Deckel quasi nicht mit den Türchen hinten verschweißt ist. Und dadurch kann es sein, dass ihr, wenn ihr ein Türchen aufmacht, da einfach mal zwei Saatguttütchen drin sind, gerade wenn die runterrutschen. Oder wenn ihr oben ein Türchen aufmacht, dann habt ihr mal kein Saatguttütchen, weil das runtergerutscht ist. Das ist ein bisschen ärgerlich. Ansonsten finde ich das Cover eigentlich ganz hübsch gemacht, schönes winterliches Motiv. Aber wie gesagt, das verdirbt natürlich den Spaß, wenn man dann die Türchen aufmacht und nichts dahinter findet. Ein Saatgutkalender für Bienenfreunde. Mein Saatgut, Bienenfreunde, Blumensamen, Adventskalender. Ja, hier die Gestaltung besteht aus einer äußeren Hülle mit einem schönen Wintermotiv und aus dieser Hülle werden quasi jeden Tag die kleinen Schachteln gezogen, die dann die verschiedenen Blumenmotive enthalten und eine Tüte mit dem Saatgut. Das Schöne an dem Kalender ist, er lässt sich natürlich für das nächste Jahr auch wieder befüllen. Also von daher, wenn jemand da Spaß hat und sich selber wieder einen Kalender basteln will, der kann den dann quasi wieder befüllen und vielleicht auch wieder weiter verschenken.
Genauso einen Kalender gibt es auch von Mohnblume, also hier für die Bienenfreunde mit Bienenweide. Aber nicht erschrecken, die Saatguttüten sind echt klein. Also so viel Fläche werdet ihr damit nicht besehen können. Zu guter Letzt der Adventskalender von den Gartenpaten. Das ist der, den ich auch hier habe. Ich habe den Adventskalender jetzt schon im dritten Jahr und der macht einfach total Spaß. Ist mein absoluter Favorit. Ich habe hier, ich kann euch das zeigen, in der Hülle hier quasi 24 so eine Kästen. Die werden rausgenommen und in den Schachteln ist dann das Saatgut. Hier auf den Schachteln außen bedruckt ist auch noch der Inhalt, die Aussaat und ein QR-Code, wo ihr Informationen findet und eine kleine Beschreibung. Wenn ihr die Schachteln umdreht und alle umgedreht habt, ist dann ein Frühlingsmotiv und das finde ich echt irgendwie sehr witzig, weil das natürlich den Frühling und den Sommer, den wir als Gärtner ja so lieben, näher bringt und das Kalenderbild ändert sich quasi Stück für Stück bis zum 24. Dezember. Auch die Gartenpaten produzieren hier mit der Lebenshilfe Lörrach, also auch ein soziales Engagement dahinter. Und das verwendete Saatgut ist auch Bio-Saatgut von Bingenheimer. Der Kalender ist komplett plastikfrei, also meine komplette Empfehlung. Und ihr könnt den gewinnen. Ja, wie? Das schreibe ich unten in die Beschreibung rein, also schnell lesen. Die Zusammenfassung findet ihr auch nochmal als Artikel auf meinem Blog www.haushofhühnerstall.de. Ihr kennt das ja nun schon. Ich packe den Link unten mit in die Beschreibung rein, direkt hier unter das Video. Und wenn ihr Weihnachtsgeschenke einkauft über Amazon, dann würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr meinen Affiliate-Link nehmt. Euch kostet das nicht mehr, mir bringt es aber ein paar Cent, mit denen ich wieder hier im Garten tolle Projekte realisieren kann. Von daher einfach den Link nutzen und los geht's. Aber kauft nicht so viel Scheiß, kauft sinnvolle Sachen, schöne Geschenke, die von Herzen kommen. Ja, ich freue mich, wenn ihr mir ein Abo dalasst für meinen Kanal. Vielleicht schaffe ich die 5000 noch dieses Jahr. Würde mich tierisch freuen. Vielen Dank nochmal an die Gartenpaten, dass sie mir den Kalender zur Verfügung gestellt haben, damit ich den für euch verlosen kann. Und natürlich auch euch eine besinnliche Vorweihnachtszeit. Denkt nach, kauft nicht so viel Scheiß, esst Pulsnitzer Pfefferkuchen. Tschüss. Meine Lieblingsteesorte ist übrigens Räubersch. Selbst aus Südafrika mitgebracht. Sehr lecker. Sehr lecker.